Immer mehr Menschen sind hochwertige Lebensmittel wichtig. Mit diesem Beschlussantrag wollen wir das mobile Schlachten fördern. Wir sehen darin sehr große Chancen. Zum einen können Tiere stressfrei geschlachtet werden, direkt am Bauernhof oder auch auf der Weide. Zum anderen wäre es auch eine große Chance für die Qualität des Fleisches und damit auch ein ökonomischer Gewinn für die einzelnen Bauern, die diesen Weg einschlagen wollen. Das hängt natürlich auch dann von den Konsumenten ab, die dann auch bereit sein müssen, etwas mehr zu bezahlen für dieses ganzheitliche Tierwohl und auch für diese neue Methode. Es gibt hier bereits Pilotprojekte sowohl im Ausland als auch ein Pilotprojekt in Südtirol und wir fordern die Landesregierung auf, das noch mehr zu fördern, hier auch finanzielle Mittel hineinzustecken, um auch diese Marke eines wirklich einer naturnahen Haltung und einer stressfreien Haltung zu etablieren und auch ein regionales Produkt, eine regionale Marke aufzubauen, die hier auch auf dem Markt bestehen kann und auch Existenzsicherung für bäuerliche Betriebe bedeutet. Wasser predigen, Wein trinken, so kann man die heutige Abstimmung bezeichnen. Die Landesregierung spricht immer mehr von Nachhaltigkeit, von Umweltschutz und auch Landesrat Schuler hat ja bereits vor einem Jahr hier auch gesagt, dass er das mobile Schlachten fördern möchte und voll dahinter steht. Heute bei der Abstimmung war das nicht der Fall und man muss einfach sagen, auch aus politischer Sicht, man versteht hier nicht, warum die Mehrheitspartei hier diesen Beschlussantrag nicht mit unterstützt.